Es ist wieder soweit. 14 Promis schweben über die Tanzfläche und trainieren Tag für Tag hart, um jeden Freitag bei Let's Dance eine Runde weiterzukommen. Neben Rapperin Sabrina Setlur und Sänger John Kelly ist auch ein Name dabei, der vielleicht noch nicht jedem ein Begriff ist. Schauspieler Martin Klempnow zählt sich dieses Jahr zu den tanzfreudigen Promis und legt alles daran, den strengen Juror Joachim Lambi von sich zu überzeugen. Doch wer ist eigentlich dieser Martin Klempnow? Die meisten kennen ihn als Dennis aus Hürth, in dessen Rolle er erstmalig bei der Comedy-Show Switch Reloaded aufgetreten ist. Mittlerweile geht er mit der Figur des 21-jährigen Berufsschülers auf seine eigene Comedy-Tour. Die bunte Baseballkappe und die zerrissene Jeans sind inzwischen sein Markenzeichen geworden. Mit Dennis aus Hürth hat Martin Klempnow die Comedy-Welt im Sturm erobert. Seinen Durchbruch feiert der 46-Jährige aber 2010 als festes Ensemblemitglied der ZDF-Serie Die Bergretter. Mit den Comedy-Shows Die Schillerstraße, Granaten wie wir und Switch Reloaded macht er sich dann erstmals als Comedian einen Namen und parodiert gekonnt Fernsehgrößen wie Robert Geis oder Axel Prahl. Seit 2017 ist Martin Klempnow ein festes Mitglied der Heute-Show im ZDF und war sogar an der Seite von Moritz Bleibtreu im Kino zu sehen. Mal sehen, ob Martin Klempnow nun auch mit seinem tänzerischen Können Jury und Publikum überzeugen wird.